Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter. Ja, wir sitzen wieder im Auto und fahren nach Hamburg, weil in circa 5 Stunden hat der liebe Flying Uwe seinen ersten MMA-Kampf und wir sind natürlich live dabei und berichten direkt vor Ort. Ja, wir haben jetzt Samstag 15 Uhr. Das Video kommt Sonntag zwischen 10 und 12 raus. Also, wir waren fleißig. Wer mich verfolgt, kennt es aus meiner Insta-Story. Meine Stimme ist noch ein bisschen im Arsch. Hatte eine fette Erkältung und das sind noch die Nachwehen. Also, ich hoffe, meine Stimme geht heute nicht weg. Und ihr habt wenigstens das bisschen hiervon. Aber zur Not haben wir auch noch ein Funkmikrofon dabei, was ich mir im Mund stecken kann, damit er mich besser versteht. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin, glaube ich, aufgeregter als Uwe selber. Habe heute auch schon 3-mal mit ihm telefoniert und gestern auch 3-mal. Und ja, wird sehr spannend. Ich bin sehr aufgeregt, sehr gespannt. Wird ein guter Tag, hoffe ich, für uns alle. Und ja, mal gucken, was passiert. Wir haben die Kamera auf jeden Fall dabei und nehmen euch mit. So, kleines Päuschen. Natürlich immer am Start mein Fit Taste, auch wenn es ein bisschen umgepackt ist. Das ist mit einer meiner Lieblingsgerichte, Chicken Asian Noodles. Mega geile Sache. 60 Gramm Eiweiß. Hier sind 3 Portionen drin. Also reicht für den Tag heute. Könnt ihr natürlich sparen bei Fittest, wenn ihr da einkaufen wollt. Mit dem Code KEVIN10. Und eine coole Sache habe ich noch für euch. Und zwar könnt ihr bei Smilodogs heute, Smilodogs, das hier, könnt ihr gratis zu jeder Bestellung einen geilen gratis Tonbeutel mit abstauben. Ein Gymbag. Könnt ihr euer Equipment reinmachen. Immer auch ganz praktisch, wenn man unterwegs ist. Und ja, den gibt es gratis zu jeder Bestellung ab 40 Euro dazu. Aber ihr könnt natürlich auch sparen mit dem Code KEVIN10 auf den kompletten Warenkorb trotzdem noch. Ja. So, haben wir ein bisschen Werbung eingebaut in das Video auch. Und das reicht auch jetzt wieder. Ja, ich werde jetzt was futtern und dann geht's los. In the spotlight, it's hard to see. Set me free, cause you're holding me. Feel like no one is. So, Freunde, sollen wir uns noch ein bisschen schick machen? Natürlich ein Hemdchen dabei. Haben jetzt eine Stunde vor dem Kampf circa. Halt mal. Ich hab schon wieder ganz schön zugenommen. Merke ich gerade. Das Hemd habe ich mir circa vor einem halben Jahr maßschneidern lassen. Kurz nach meinem Unfall. Wird spannend. Aber jetzt Abfahrt und wir sehen uns gleich. Wir haben es geschafft. Wir sind drinnen. Alles ein bisschen durcheinander hier, ganz schön voll. Uwe kämpft in circa einer Stunde. Ich weiß nicht, ob wir es vorher noch mal zu ihm schaffen, aber auf jeden Fall danach. Und jetzt kommen wir erstmal an und gucken mal, was auf uns zukommt. Ich habe selber keine Ahnung, was hier heute passiert. Aber ich bin gespannt. Die liebe Mina ist hier, die Frau von Uwe. Wir sind alle ganz schön aufgeregt. Aber jetzt müssen wir erstmal unseren Platz finden. Und das wird spannend, weil hier nichts ausgeschildert ist. Listen to what I hear through these headphones while I be building beats. I look to feature with preachers that teach. So yeah, so wisdom creatures I lead. Wir hoffen, dass wir unsere Plätze jetzt gefunden haben. Was aber noch nicht feststeht, weil hier ist nichts nummeriert. Wir sitzen in der Reihe O, aber die gibt's nicht. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall sitzen wir jetzt erstmal. Jetzt läuft gerade der zweite Kampf. Könnt ihr euch mal angucken kurz hier. Ja, Uwe ist Kampf 6, also noch 4 Kämpfe. Ich hoffe, meine Stimme bleibt so und geht nicht komplett weg. Mal gucken, was hier noch alles passiert heute. Ist auf jeden Fall ziemlich aufregend.
So, Freunde, der Kampf ist gewonnen. Team Ismael hat gewonnen, wie erwartet. Uwe hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Danke, danke, danke. Ich bin fix und fertig. Sehr, sehr gute Arbeit. Ich bin, glaube ich, mit der. War das für dich? Weil du bist ja auch voll im Arsch jetzt. Ich bin voll im Arsch. Ich könnte jetzt direkt schlafen. Kevin war richtig nervös. Er hat mich sogar noch einen Tag vorher angerufen. Ich bin so nervös und so. Ja, da kam man in den Chat schreiben. Und ich dachte, was ist mit dir denn? Dann schrie er mich so an. Geil, da ist noch Kevin so einen riesigen Stein vom Herzen gefallen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das war echt hart für mich persönlich, aber wir haben es durchgestanden zusammen. Uwe hat gewonnen und ich bin mega stolz und mega froh auf dich. Du hast so viel Zeit, so viel Blut, so viel Energie und Herzblut da reingesteckt. Bei welcher Situation fandest du so irgendwie am krassesten oder so? Was ist dir jetzt beim Kampf hängen geblieben? Wo du den ersten Tritt gegen den Kopf gekriegt hast, ja. wo ich so, erst dachte ich so, er bleibt so ein bisschen zurück, aber dann wurde er halt so ein bisschen offensiv, dann ja. ist so ein bisschen auf dich zugegangen ja. und dann dachte ich so, oh, was macht er jetzt so? Aber dann war alles gut. Ja, aber zum Glück war die Hand auch hier. Also ja, alles gut. Aber das war schon, da hat schon, oh, gut, hat geklingelt. Ja. Wie war es für dich? Wie war es für euch? Also ich muss euch sagen, als das passiert ist, das Kick, da ich mir auch Gedanken gemacht, weil ich dachte wirklich, dass der Typ passiv ist. Also wir haben davon ausgegangen, alle seine Videos hat er passiv gekämpft. Und genau ausgerechnet bei uns hat der Typ gleich durchgedreht. Gott sei Dank hat sich Uwe gut gesammelt und dann gab es das Ende. Ja, es war interessant, so allgemein, diese Atmosphäre in dem Oktagon, so wie der Boden ist, Tag und geht, er steht plötzlich jetzt vor dir so und du siehst so, er war ja auch ein Ticken größer, zu lange Arme, schlaksige Beine und so, und du denkst, okay, erstmal denkst du so, scheiße, an den komme ich doch jetzt gar nicht ran, mein Jab ist viel zu kurz und so, aber irgendwann kam ich dann durch und ein paar Dinge haben dann auch gut gesessen und so, boah, und ich habe dann auch gemerkt, wenn die hintere, so, man hat eigentlich das Gefühl, ich habe gar nicht volle Pole Power gemacht, so Buch und dann getroffen, dann habe ich sein Gesicht gesehen, so, boah, das war ihm unangenehm und so, ich sag, ja geil, und die Sidekicks, jeder Sidekick hat gesessen, das war gut und ja, und dann der Moment, dann ist noch der Referee über meinen rechten Fuß gestolpert. Ich weiß nicht, hast du auf Kamera angeguckt, wie der Schiedsrichter gefallen ist. Ja, das kam auch noch und dann kam noch die Situation, dann ging er, war am Zaun, eng wollte er dann weg und dann habe ich noch einen Tritt zum Kopf gegeben, das weiß ich noch, irgendwie sowas war das. Und dann war auch unten und dann habe ich nur noch so bam, 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 baff, baff, baff. Ja, das war so, man hat wirklich gesehen, diese 8 Wochen harte Arbeit, dieser Mechanismus. Es hat alles funktioniert, also ich habe ja vor dem Kampf schon gesagt, du musst deinen Waffen vertrauen, du hast sie 8 Wochen lang geschliffen. Und wenn du sie brauchst, sie werden rauskommen, das ist genau das gekommen, das ist das Wichtigste. Wirklich. Ja, Mann. Respekt an euch, ihr habt viele Arbeit geleistet, ich bin so stolz. Aber man muss sagen, ohne Ismael wäre das alles nicht, ne? Ohne Ismael wäre ich wahrscheinlich irgendwie... Ismael und die Jungs. So, hier haben wir das komplette Team. Genau, das ist Team Ismael, Leute. So. Wir haben ohne geputzt. Ja. Wir sagen Tschüss.